Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, ihr seht richtig, wir sind zurück bei Tropico 6. Ich hatte es euch versprochen, dass wir zurückkehren zu diesem Spiel, nachdem unser erster Versuch, unser erstes kommunistisches Projekt leider unglücklich geendet ist. Nicht, weil wir irgendwie wirtschaftlich das an die Wand gefahren haben. Nein, es gab einen ganz fiesen Bug, der dazu führte, dass die Bürger alle in die Schwebebahn wollten, die Schwebebahn des Todes. Und deshalb mussten wir abbrechen. Jetzt kann ich mit der ganz normalen, gepatchten Version weiterspielen. Da sollte das nicht passieren. Insofern, ja, machen wir einen neuen Versuch. Allerdings habe ich keine Lust, nochmal den gleichen Weg zu gehen, den kommunistischen Weg. Ihr wisst, ich versuche mal so ein bisschen so einen rollenspielerischen Ansatz, was bei Tropico ja durchaus gut machbar ist. Und da kam eine Sache mir sehr, sehr recht. Und zwar muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Kürzlich endete ein Let's Play mit Europa Universalis 4. Das hieß in 375 Jahren um die Welt. Da habe ich bis 1820 gespielt und habe immer die Länder gewechselt. Wir waren unter anderem Pommern. Pommern wurde zu Preußen und Preußen nahm eine ganz merkwürdige Entwicklung, eine wirklich skurrile Entwicklung. Denn am Ende im Jahr 1820 bestand Preußen nur noch aus einer einzigen Provinz. Und diese Provinz lag nicht etwa in Europa, sondern tatsächlich in der Karibik. Und zwar auf den Turks Islands. Und das ist so verrückt, diese Vorstellung. Ein preußischer kleiner Staat auf einer Karibikinsel, dass die Zuschauer, einige von euch, sehr, 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 sehr schön die Idee hatten, zu sagen, okay, das wäre doch perfekt, um das bei Tropico weiter zu spielen. Ich danke euch sehr für diese Idee, die ich gerne, gerne aufgreife. Und deshalb machen wir also jetzt ein Preußisch-Tropico-Projekt. Was ich jetzt mit Preußen verbinde, was das bedeutet für unser Spiel, dazu gleich. Wir starten einfach mal rein, indem wir erstmal unseren El Presidente anpassen. Vorweg noch ein Hinweis, wenn ihr auch Lust bekommt auf Tropico 6, es euch kaufen wollt und gleichzeitig den Kanal unterstützen wollt, dann schaut bei meinem Keyshop-Partner Games Planet vorbei. Da gibt es Steam-Keys, also günstiger als bei Steam. Seriös das Ganze. Und wenn ihr den Link nutzt in der Videobeschreibung für euren Einkauf, um dorthin zu kommen, dann unterstützt ihr diesen Kanal. So, jetzt starten wir mit der Anpassung. Und starten natürlich mit El Presidente, der männlich ist. Der wird eine Soldatenuniform bekommen, aber das ändern wir noch ein bisschen ab. Preußisch natürlich verbunden mit dem starken Militär, dazu komme ich gleich. Als Hut nehme ich nicht diesen Soldatenhut, der sieht zu informell aus. Wir nehmen diese Schirmmütze, verändern die dann aber noch. Wir nehmen als Accessoire nichts, denn das ist zu genießerisch. Hier Zigarre und oder Pfeife. Brille. Nehmen wir so eine runde intellektuelle Brille. Bart wird nur ein Schnurrbart sein, wie ich finde. So, was nehmen wir als Haare? Standard oder kahl? Nehmen wir mal Standard. Dann haben wir den kaukasischen Typ, das bleibt. Ja. Und dann kommen wir jetzt zur Farbe der Uniform. Und hier wähle ich natürlich preußisch-blau. Und die Farbe ist auch fast preußisch-blau, das passt ganz gut. Als Sekundärfarbe für die Hose werde ich dunkelgrau nehmen. Wir wollen mal hier nicht zu übertrieben karibisch aussehen. Aber ein bisschen was erlauben wir uns mit dem Hut. Warum ist der Hut wieder weg? Wir wollen diese Schirmmütze haben. Und die Hutfarbe wird rot werden. Das gehört nämlich auch zu den preußischen Uniformen. Das finde ich ganz hübsch. Was skurril ist übrigens, die Sekundärfarbe des Hutes ist hier gleichzeitig die Haarfarbe. Wir wollen kein hellblau, wir nehmen mal braun. Oder? Wir könnten natürlich auch grau nehmen als Haarfarbe. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Nehmen wir grau als Haarfarbe. So, also das ist unser preußischer El Presidente. Bartfarbe könnte man auch noch wechseln. Bartfarbe, braun, grau. Nehmen wir da auch grau. Gut. Soweit dazu, dann gucken wir mal, was sind seine Merkmale. Hier gibt es viele schöne, aber ich finde, für einen preußischen El-Presidente muss Workaholic doch hier genommen werden. Man hatte Sorge, dass sie sich zu Tode arbeiten, weswegen sie sich eine Auszeit gönnten, um ihr eigenes Grab zu schaufeln und ihre Beerdigung zu organisieren, bevor sie sich wieder all den Dingen widmeten, die dringend erledigt werden mussten. Erhöht die Effizienz aller Gebäude um 1%, senkt die Arbeitszufriedenheit aller Gebäude um 2% allerdings. Und, was ich sehr skurril finde und passend, El Presidente verlässt den Palast normalerweise nicht. Okay, also wir sind Workaholic. Der Palast. Wir werden diesmal einen Palast nehmen, der keinen Hinterhof hat, sondern ja, einen klassischen repräsentativen Vorgarten. Das finde ich ganz gut. Der Weg wird, wir sind hier auch... Ja, wir neigen jetzt nicht zu übermäßigem Luxus. Deswegen nehme ich mal einen Kiesweg. Grenze machen wir eine Ziegelmauer.
Dacherweiterung, das nehmen wir erstmal komplett weg. Passt nicht so richtig. Als Garten finde ich das Heckenlabyrinth ganz gut. Und als kleine Deko nehmen wir die niedrigen kugelförmigen Formschnitte. Als große Deko machen wir klassischen Brunnen. Das gefällt mir. So, der Palast muss auch noch angepasst werden. Ich würde gerne hier so eine, ja, ein bisschen Sandsteinfarben, ne? So ein bisschen Berliner Stadtschloss mäßig. Am ehesten passt da vielleicht diese Sahne. Zweite Farbschicht machen wir grau als Kontrast und dritte auch. Das ist nämlich das Dach. Und dann nehmen wir eben Sandstein. Ja, das finde ich ist ganz passend für unsere Zwecke. Gefällt mir Fensterstil, allerdings nehmen wir diesen hier. Es kommt auch so ein bisschen an die Stadtschlossfenster ran. Okay, damit haben wir das erledigt. Dann können wir das Ganze verlassen. Und bevor es losgeht, rede ich noch mal ein bisschen darüber, wie ich mir jetzt mein Preußentum hier vorstelle. Von Preußen gibt es unglaublich viele Bilder und Vorstellungen. Mythos Preußen heißt das nicht zu Unrecht. Ich will das aber nicht ganz so beliebig machen, sondern ich beziehe mich hier so ein bisschen auf die, ich finde, sehr prägnanten und treffenden Darstellungen von Sebastian Haffner in seinem Buch Preußen ohne Legende, der vor allem ja, das 18. Jahrhundert hier vor allem als die große Zeit betrachtet. Das war die Zeit, als Preußen vielleicht der modernste Staat Europas war. Er bezeichnet ganz treffend Preußen als einen rauen Vernunftstaat oder einen kalten Vernunftstaat. Ein Staat, der selbst eigentlich ja keine Sendung hatte. Er entstand nicht ausgrund der Entwicklung eines Stammes, eines Volkes. Er war eigentlich ein völliger Kunststaat, ein Kunstprodukt, der eben ja dadurch durch solche Vernunftsgedanken, rationale Gedanken zusammengehalten wurde. Natürlich war er ein Militärstaat, das wird auch uns stark prägen. Er war geprägt durch ein sehr modernes, korrektes Beamtentum. Heute würde man sagen Good Government, das wird auch unser Thema sein. Ein unbestechliches Beamtentum, eine unbestechliche Justiz. Es gab eine sehr hohe religiöse Toleranz, das war etwas, was den Staat im Prinzip nichts anging, beziehungsweise wo er sich nicht einmischte, solange die Bürger, die Untertanen, muss man vielleicht eher sagen, dienten in den wichtigen Dingen, solange sie Steuern zahlten, solange sie zur Armee gingen und so weiter und so fort, solange sie ihre Pflichten erfüllten, mischte man sich in andere Sachen nicht ein. Also das ist, ja, das ist schon in der Zeit sehr modern gewesen und war in gewisser Weise auch eine große Erleichterung für bestimmte Dinge. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch sowas wie einen gewissen Puritanismus, der für uns eine Rolle spielen wird, einen starken Leistungsgedanken. Also wir sind nicht antikapitalistisch, das will ich sagen, aber wir sind auch nicht, also es hat seine Grenzen, wir wollen das nicht ins Mafiöse treiben. Ne? Überhaupt Kriminalität ist unser Feind, wir wollen einen gut geordneten Staat, wo alles nach Recht und Gesetz geht. Dann hatte Preußen durchaus kosmopolitische Tendenzen. Man war sehr bereit, Flüchtlinge von woanders aufzunehmen. Man brauchte auch Leute und Untertanen. Da hatte man überhaupt keine Scheu. Außerdem eine hohe Staatsquote, eine extrem hohe Besteuerung. Also Preußen war im 18. Jahrhundert das Land mit den höchsten Steuersätzen für seine Bevölkerung. Also ihr seht, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Das Motto war, was dem Staat nicht schadet, darin mischt er sich auch nicht ein. Also das ist das, was diese kalte Toleranz oder so vielleicht ganz treffend bezeichnet. Eine Anekdote, die ich hier am Abschluss noch anführen will, finde ich sehr, sehr passend, um Preußen zu beschreiben. Flog ein Kavallerist in der Zeit von Friedrich II. Auf, dass er mit seinem Pferd Sodomie betrieb. Das war zu der Zeit natürlich was unfassbar Widerliches, was absolut Amoralisches und führte in den allermeisten Ländern zu einer verschärften Todesstrafe. Als Friedrich II. Davon hörte, sagte er allerdings, man versetze das Schwein zur Infanterie. Das war eine sehr pragmatische Art und Weise, damit umzugehen. Warum sollte man wegen irgendwelcher moralischen Bedenken in diesen Dingen einen guten Soldaten verlieren. Nein, die pragmatische Lösung war, weg von den Pferden, hin einfach zur Infanterie. Das finde ich sehr, sehr passend.
zur Beschreibung dieser Staatsidee. So, und so werden wir das ungefähr auch spielen. Mal gucken, wie uns das gelingt. Wir starten ein neues Spiel. Wir spielen natürlich Sandbox. Wir spielen auf einer Zufallskarte, die ich jetzt hier einstelle. Ich werde eine große nehmen, keine riesige Landfläche. Machen wir mal hoch. Wir werden vereinzelte Hochebenen, viele Inseln ist okay. Hauptinsel wird auch groß sein. Das finde ich ganz schön, wenn wir eine Hauptinsel haben. Klima wird normal sein, Klimavariation mittel. Ressourcen werde ich allerdings mangelhaft machen. Ich möchte hier ein sehr schwieriges Setting bauen, um es wirklich herausfordernd zu machen. In der Version, die ich damals gespielt habe, hatte ich noch ausgeglichen, aber da war ausgeglichen viel weniger als heute ausgeglichen ist. Also ich hatte, glaube ich, da bei Kohle 25.000 zur Verfügung Tonnen. Jetzt ist ausgeglichen 200.000 Tonnen. Also wir machen mangelhaft, um uns das Ganze ein bisschen schwerer zu machen. Startzeit, Kolonialzeit, Startbevölkerung 50, Startgeld 20.000. Also alles schwierig, schwierig, schwierig. Entwicklungshilfe machen wir nur symbolisch, auch das schwierig. Aber ich will das Feature mit im Spiel haben, weil es interessant ist. Karibische Zufriedenheit setzen wir auf stark, also sehr schwer. Das bedeutet, die Leute vergleichen ihre Lebenssituation mit der Lebenssituation in der Restkaribik. Dort ist sie deutlich besser vermutlich und deswegen möchten sie möglicherweise auswandern und wenige Leute kommen zu uns zur Einwanderung. Politische Schwierigkeiten machen wir aggressiv, Oppositionsschwierigkeit stark. Also heftiges Setting, Katastrophen allerdings selten, weil Katastrophen sind in der Regel ein nerviges Feature. So, Seed mache ich immer so ein bisschen zufällig. Falls ihr die Karte selbst spielen wollt, könnt ihr jetzt diesen Code nutzen. Falls es nicht irgendwie eine totale Katastrophe gibt, werde ich diese Karte, die ich jetzt erzeuge, dann auch nehmen. Das ist so ein bisschen das Risiko dabei. Das ging im ersten Let's Play nicht, aber jetzt sollte das funktionieren, weil wir alle den gleichen Patchstand haben. So, dann lasst uns mal die Insel erzeugen. Ja, liebe Freunde, und da ist es, unser Inselreich. So sieht es aus und unsere Startinsel ist hier schon mal sehr, sehr bemerkenswert, wie ich finde. Denn es ist zwar eigentlich eine große Insel, aber sie ist getrennt durch eine ganz schmale Landzunge hier in zwei Inseln eigentlich. Das wird eine interessante Konstellation jetzt. So, bevor wir richtig starten, müssen wir ein paar Grundüberlegungen machen und dazu sollten wir uns die Ressourcen mal angucken, die hier verteilt sind. So, wir sehen, das ist ja wirklich bemerkenswert. Das heißt, auf hier unserer Startinsel direkt sind schon ganz viele, viele Ressourcen. Ja, das ist einerseits natürlich nett, vor allem, dass hier Gold in rauen Mengen vorhanden ist. Okay, und ich sehe gerade 45.000. Selbst mit wenigen Ressourcen ist das immer deutlich mehr, als ich damals zur Verfügung hatte. Na gut, gut für uns. Das heißt aber auch, ist auch ein gewisses Problem, denn natürlich startet man erstmal hier auf der Hauptinsel mit der Expansion und wenn wir hier später Minen und Fabriken haben, ist das schlecht wegen der Verschmutzung und so weiter. Das mögen die Leute nicht. Okay, aber wir kommen damit schon irgendwie klar. Was ich jetzt mal machen werde, ist, wir werden mit Sicherheit eine Goldmine gleich mal anschließen. Das wird uns in jedem Fall ein nötiges Einkommen bringen am Start. Also Bergwerk Gold packen wir dann dorthin. So, genau. Okay, und Straße wird dahin auch gebaut. Okay, das ist Nummer 1. Dann würde ich gerne Folgendes machen, beziehungsweise wo wir beim Straßenbau sind, schließen wir natürlich auch gleich mal hier den Hafen mit an. Und ich denke, wir werden auch mal den Palast erstmal umranden. Aber, da sage ich gleich, der Palast wird mit Sicherheit versetzt werden. Wenn wir uns das leisten können, kostet glaube ich 2000, damals war das zumindest so, 2500. Ja, was mir spontan jetzt hier so einfallen würde, ist, dass wir vielleicht hier hinter dieser Enge, dass wir hier so ein Regierungsviertel machen. Das können wir gut bewachen dann auch mit Schlagbäumen und so weiter, den Zugang. Hier kann man das vielleicht dann irgendwie blockieren, müssen wir mal gucken. Und später kann man dann hier rüber und später kann man mit Brücken dann von hier auf die andere Seite und diese Nachbarinseln noch mit einbeziehen, denn der Platz, den wir hier zur Verfügung haben, ist doch relativ eng für all das, was wir jetzt brauchen, vor allem für Plantagen.
In dieser Zeit der Kolonialzeit können wir ja noch keine Brücken bauen. Deswegen müssen wir hier erstmal mit klarkommen. Gut, weil wir demnächst vermutlich Plantagen bauen werden, will ich jetzt mal Folgendes machen. Ich will jetzt ein bisschen rumtricksen. Ich will mir nämlich die Standorte hier für die einzelnen Ressourcen irgendwie markieren, dass ich die nicht gleich komplett zubaue. So, und zwar machen wir das mal folgendermaßen. Was hat das immer für eine Fläche? Kann man das irgendwie sehen? Das sind immer 3 Felder mal 4, glaube ich, oder so, wenn man das... Ja, ich glaube ja, was wir da brauchen. Okay, dann gehen wir hier nochmal zurück. So, das ist jetzt ein bisschen Fummelkram, aber ich mache es. Und ich werde jetzt hier einfach mal prophylaktisch... Das jetzt, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich mache jetzt hier so ein Straßenfeld, das einfach für uns markiert, okay, hier kann noch was hingebaut werden, dann weiß ich Bescheid. Und das mache ich jetzt bei den anderen auch. Hier haben wir noch eine Goldmine, die werden wir auch so blockieren, das ist, denke ich, gut, ja. So, was haben wir noch? Was wollen wir noch blockieren? Ja, wir haben Erz. 3x Erz, so wie es aussieht. Eisen, meine ich. Wir brauchen vielleicht nicht alles im Moment blockieren. Ich würde tendiere dazu, das hier erstmal freizuhalten und vielleicht das. Das im Zentrum, das Gebiet wird wahrscheinlich zu wertvoll sein. Das werden wir nur nutzen später, falls es wirklich notwendig wird. Also machen wir das hier erstmal. So, und das gleiche hier hinten war, glaube ich, noch ein Erzvorkommen. So, genau. Das möchte ich auch möglichst nicht bebauen. Okay, gut, prima. Sieht jetzt noch ein bisschen merkwürdig aus. Vielleicht gestalten wir das später noch, falls wir die Minen dort noch nicht schnell bauen, noch mit Parkanlagen. Aber halte ich für notwendig, das jetzt so freizuhalten. Dann gucken wir uns mal weiter um. Nämlich Fisch ist noch interessant für uns. Okay, Fisch ist ganz gut vertreten hier an unserer Hauptinsel. Da können wir hier von der Küste zum Beispiel aus viel, viel Fisch fangen. Das gefällt mir. So, und dann kommt jetzt das Thema Plantagen. Aber vorher will ich noch was anderes gucken. Ich will vorher mal schauen nochmal, was bringt denn jetzt hier nochmal am meisten Geld? Also wir können, glaube ich, nee, noch einen anderen Schritt vorweg. Was können wir dann an Produktionsgebäude im Moment bauen? Wir können Sägewerke bauen, um Planken herzustellen. Haben wir Wald hier? Ja, aber ich fürchte, ja, der Wald ist schon relativ wertvoll. Wo haben wir noch Wald? Da ist noch ganz gut Wald. Hier auch. Ich fürchte, wir brauchen die Fläche leider vor allem erstmal für Plantagen. Ich glaube, den Wald oder das stellen wir nochmal zurück. Das wird, glaube ich, nicht das Hauptthema werden jetzt. Rum. Rum wird ganz wertvoll sein am Anfang. Und die Gerberei vielleicht. Da komme ich nochmal genau direkt mal zu diesem Thema hier. Denn wir haben hier schon eine Farm, eine Rinderfarm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die hier gut steht. Ne, wir sehen, das ist nicht sehr effizient. Gucken wir mal. Schafe würde passen. Krokodile nicht. Schwein, Lama, Ziege. Ne, dann gehen wir auf Schafe, würde ich sagen. Wechseln wir die Ressource. Das müsste eigentlich dann sehr effizient sein. Okay, das muss erst umgebaut werden. Wir müssen nachher noch ein paar Einstellungen machen bei den Arbeitsmodi und so weiter. Gut, soweit dazu. Jetzt das Thema, was produzieren wir am Anfang? Wir haben ja nicht so viele Arbeitskräfte. Wir müssen uns schon ein bisschen konzentrieren. Wir haben 25 arbeitslose Bürger. Ich weiß gar nicht, was die Mine dann schluckt. 5, 6 bestimmt. Also was heißt schluckt? Wie viele dort arbeiten? Okay, also was ist denn hier besonders lukrativ? Rum an Nummer 1, sogar noch vor Gold. Leder produzieren wir jetzt leider nicht, weil wir die Rinder dort nicht mehr haben. Kaffee, Kakao. Meeresfrüchte und Fisch ist auch noch ganz gut. Also ich würde sagen, wir gucken erstmal nach Zucker, Kaffee, Kakao. Und dann brauchen wir noch irgendwas anderes, um ein bisschen Nahrung herzustellen. Das müsste hier vorhanden sein. Also Zucker ist das Wichtigste fast. Okay, hier hinten haben wir Zucker sogar ganz gut. Da können wir mehrere Felder vielleicht bauen. Dann Tabak wird nachher auch noch eine Rolle spielen, wenn wir Zigarren haben wollen. Deswegen Tabak gucke ich auch nochmal. Okay, kann man da hinten nachher noch machen. Kaffee und Kakao. Kaffee ist
hier unten und da. Okay, Kakao ist weiter dort. Na gut, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit Zucker und bauen unsere erste Zuckerplantage. Hier. Plantage Zucker. So, das drehen wir mal ein bisschen. Ja, ich denke, wir wollen da ja eine Straße noch mittig durchführen. So, mal gucken. 96, 95. Ja, ich denke, 95 so ist es okay. Das kann so bleiben. Ja. Dann, was hatten wir noch? Kaffee, ne? War das? Oder Kakao? Plantage. Kaffee. Kaffee würde hier ganz gut kommen. Wenn wir das so versetzt machen. 88. Kann man es vielleicht, man könnte es auch noch drehen, 87, aber ich will jetzt mal in dem Schema bleiben. 85, 88, setzen wir es mal so hin. Gut, wir sollten die möglichst nah beieinander bauen, wegen dieser Multikulti-Geschichte. Dazu kommen wir gleich, wenn wir bei den Arbeitsmodi sind. Aber ich denke, habe ich jetzt hier noch so viel gelassen, dass ich eine Straße dazwischen bauen kann? Das wäre nochmal wichtig. Ja, das passt perfekt. Okay. Das machen wir jetzt mal nicht. Das Blöde ist, ja, also ich werde tendenziell, auch wenn ich runde Straßen oder gebogene, geschwungene schön finde, tendenziell gerade Straßen bauen, weil es, wie ihr seht, hier immer Probleme gibt bei Tropico, diese Straßen dann irgendwie anzuschließen. Ich glaube, wir... Warte mal, gibt es eigentlich einen Shortcut für Abreißen? Gibt es bestimmt. Ich glaube, wir müssen hier direkt schon mal was machen. Warum kann ich die Straße nicht? Ah, die Ecke kann ich so nicht abreißen. Ja, das ist alles nicht schön, ne? Machen wir es mal so. Und das geht aber dann, ja. Okay, und hier kommen wir daran. Ja, es sieht alles schon wieder mistig aus. Wisst ihr was? Die alten Tropico-Probleme beginnen. Das kriegen wir noch besser gelöst, das Thema. Wir ziehen die Straße nicht so lang. Sondern schließen erstmal das an und gehen bis hier. Und achso, das ist immer das Thema mit zwei Feldern. Das ist das Ding, ne? Wenn man nur zwei Felder macht, dann haut das nicht hin. Aber jetzt habe ich eine Idee. So schließen wir es an. Genau, so können wir sie austricksen. Okay, und... Aha, von wegen austricksen. Von wegen austricksen. Wir haben das gleiche Problem hier wieder. Ich hasse es. Ich hasse es. Wir können das lösen, indem wir einfach hier die Straße von hier ziehen und da noch was zwischenbauen. Das ist auch eine Möglichkeit. So, dann lassen wir das noch als bebaubares Gebiet offen. Das ist, glaube ich, die weiseste Möglichkeit. So, jetzt soll auch erstmal ein bisschen gebaut werden. Halt. Und wir schauen uns ein paar Sachen einfach hier nochmal ein bisschen an. Genießen ein bisschen das karibische Flair. Den Frieden in Preußisch-Tropico, unseren schönen Palast. El Presidente ist ja am Arbeiten, am Schreibtisch. Recht so. Ach so, was wir natürlich noch bauen müssten. Wir sehen 27 Obdachlose. Wir sollten auf jeden Fall auch an Wohngebäude denken. Ich denke, wir werden erstmal Baracken bauen. Und die platziere ich hier. Drei sollten fürs Erste genügen. Okay. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was als erstes fertig gebaut wird. Wir können vielleicht ein bisschen schneller machen. Ja, die Goldmine wird gebaut. Hervorragend. Da steht sie. Das sind die Bauarbeiter, die zurücklaufen zu ihrem Baubüro. Und wir werden bei den ganzen Ressourcen... Betrieben werden wir immer Maximum-Budget einstellen, weil das direkt auf die Effizienz geht. Und hier werden wir gleich mal... Also die Laune der Arbeiter ist uns jetzt erstmal unwichtig. Wir gehen mal voll auf Profitprotokoll, voll auf Effizienz. Und hier bei den Schafen machen wir das auch. Weidenprohibition. Farm senkt in ihrer Nähe nicht die Fruchtbarkeit. Ja, wir haben in der Nähe aber keine Plantagen. Das sollte kein Problem sein. Der erste Frachter kommt an, bringt zwei Leute. Okay.
21 Arbeitslose, 27 Obdachlose. Am Beginn ist meistens eine große Engstelle, die fehlende Zahl an Arbeiter. So, hier haben wir erstmal Kaffee. Wir müssen hier auf Multikulti gehen, sonst erschöpft sich der Boden. Wir werden das Budget maximieren und das machen wir hier auch. Multikulti und maximieren. Wir stellen aber gleich mal ein, dass wir Zucker nicht verkaufen. Weil wir Zucker aufbewahren wollen, weil wir möglichst schnell Rum herstellen wollen. Das wird eines unserer Hauptexportschläge am Beginn sein, weil das wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Aber Gold werden wir verkaufen. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. So, hier meldet sich erstmals Sophia Ortega. Die Menschen haben sich das zu Herzen genommen und versuchen fortwährend neue Wege zu finden, um Opfer für die Sache zu bringen. Sie sind überaus einfallsreich. Bringen Sie bitte auch ein Opfer für das Volk. Ja, ja, jetzt vielleicht was Grundsätzliches. Wir sind natürlich als preußisch-tropikanische Regierung nicht besonders gut zu sprechen auf irgendwie Revolutionäre, aber wir müssen bedenken, wir sind im Moment gar nicht unabhängig. Stellen wir uns vor, dass irgendeine europäische Großmacht, vermutlich die Engländer, uns tatsächlich hier geschluckt haben, unser preußischer Inselstaat. Wir sind also eine Kolonie und wollen uns unabhängig machen und deswegen in dieser Phase der Kolonie werden wir noch mit diesen Revolutionären zusammenarbeiten. Vielleicht vergleichbar ein bisschen mit der Situation Preußens während der napoleonischen Besetzung. Dort hat man auch mit sehr umstürzlos denkenden zusammengearbeitet. Ganz neue Ideen sind dort hochgekommen. So werden wir das auch handhaben. Wenn wir dann aber erstmal eigenständig sind, dann werden die Revolutionäre, die später die tendenziell, ich weiß gar nicht, ob sie dann 1:1 die Kommunisten werden, auf jeden Fall, das werden natürlich dann unsere Gegner sein, mit denen werden wir dann nicht zusammenarbeiten. Das Problem ist, wir brauchen Leute, das habe ich gesagt, das ist unsere Engstelle. Wir holen uns aber auf diese Art und Weise erstmal Revolutionäre Immigranten ins Land, die später vielleicht Ärger machen können. Nun gut, aber wir werden ihre Forderungen erfüllen. Bibliotheken sind gut, auch für uns. Wir werden das annehmen. Okay. Also erstmal Kooperation mit den Revolutionären. Das ist so ein bisschen das Motto. Gut. Bibliothek müssen wir bauen. Wir wollen eigentlich auch eine Rumdestille bauen. Und wir müssen natürlich mehr Plantagen bauen mit der Zeit. Das wird mal ganz wichtig werden. Und wir müssen ein bisschen gucken, wo wir Leute noch ansiedeln, die da hier ja arbeiten. Also vielleicht sollte ich die nächsten Baracken mal... Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. So, und das ist natürlich jetzt blöd. Also das ist die erste Forderung der Krone. Es geht ja darum, für die, die das Spiel nicht kennen, dass hier so eine Zeit abläuft. Das ist die sogenannte Mandatszeit. In dieser Zeit müssen wir uns unabhängig erklären oder wir müssen diese Mandatszeit verlängern. Das können wir, indem wir Missionen der Krone erfüllen. Und das sollte man tunlichst auch machen, um sich schön erstmal entwickeln zu können. Und das heißt aber, wir müssen diese Aufträge hier erfüllen. Und er will jetzt, dass wir ein Holzfällerlager bauen. Und das hatte ich gesagt, will ich ja eigentlich erstmal nicht machen. Aber werde ich vermutlich jetzt doch tun. Also, naja, was sagt, schreibt er denn hier erstmal? Oder wie in diesem Telegramm steht, dass ich heute Morgen erhalten habe soll, das übermäßig ehrgeizige, egoistische Insekt. Ich glaube, das sind sie. Tun, was ihnen befohlen wird, ohne Fehler zu machen. Sie werden keine Fehler machen, oder? Die Ohren des letzten Tollpatsches sind immer noch an den Pranger genagelt. Na gut, wir werden das annehmen. Wir werden auch ein Holzfällerlager bauen. Und die Krone schickt uns zumindest Entwicklungshilfe. So, und jetzt bin ich ein bisschen überlegen. Tendenziell würde ich sagen, bauen wir das hier so in der Nähe der Mine. Das finde ich ganz gut. Vielleicht starten wir damit jetzt mal. Mit einem Holzfällerlager. Wir können da natürlich auch Planken machen. Um dann gleich ein bisschen weiter Geld zu verdienen. So, sieht man jetzt hier die Effizienz des Ganzen? Ja, indem ich... Warte mal, mit Steuerung zoome ich raus. Okay, das Dunkelgrüne ist natürlich die Effizienz. Hier will ich möglicherweise noch weitere Plantagen bauen, deswegen kommt das Holzfällerlager mal hier hin. So. Das passt ganz gut mit der Straße. Das gefällt mir. So, das wird die Krone erfreuen. Und wir haben 8.900. Kostet natürlich auch Arbeit. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Und jetzt geht es noch um eine Bibliothek. Ich denke, das werden wir auch gleich mal planen. Bibliothek. Kostet 3.600. Ziemlich teure Angelegenheit.
Gibt aber Wissen. Wissen brauchen wir natürlich auch. So, Bibliothek. Das werden wir hier ein bisschen zentral positionieren. Der Palast, hatte ich schon gesagt, wird irgendwann wegkommen. Ich glaube, ich werde die Bibliothek hier hinbauen. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Kommt man dahinter noch mit der Straße lang im Notfall? Ich denke, ja. Machen wir das so. Okay, das wird die Revolutionäre freuen. Dann lassen wir erstmal hier die Zeit verstreichen. 2 Arbeitslose, 16 Obdachlose. Ja, jetzt ist das Thema, ne? Das Thema der Arbeitskraftmangel, des Arbeitskraftmangels. Genau, hier hatten wir alles oft maximiert. Hier arbeiten nämlich ziemlich viele Leute. Aber das ist ja auch gut so. Gut, die letzte Baracke ist fertig. Wie wir hier mit der Belegung umgehen, das müssen wir mal sehen. Hier wohnen ehrlich gesagt nicht so viele Leute, vermutlich. Ja, wir sehen das hier. Hier bilden sich schon Hütten, weil die natürlich hier in der Nähe wohnen wollen. Das heißt, ich denke, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Baracke hier in diese Richtung bauen. Dass sie zumindest in der Nähe der Plantagen wohnen. Okay. So, da kommt das nächste Frachtschiff. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Ja, sehr schön. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Das freut mich auch. Wir werden die Mandatszeit verlängern. Wir werden ziemlich lange, glaube ich, in dieser Zeit verbringen. Was heißt ziemlich lange? Weil ich möchte wirklich schon eine richtig gut florierende Wirtschaft, eine schöne Insel mit einer funktionierenden Ökonomie haben, bevor wir in die Unabhängigkeit gehen. Deswegen werden wir immer wieder seine Forderungen erfüllen. Haben wir hier eigentlich schon was? Wolle lagert hier. Wisst ihr was? Wir werden nochmal schnell einen ersten Handelskontrakt verabreden. Wir gucken mal. Wolle ist sogar dabei. Hervorragend. Wir machen 650 ist nicht viel. 3.900 ist für uns relativ viel. Na los, machen wir 3.900. Ist okay. Vertrag unterschreiben. Alles gut. Liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle pausieren wir erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Aufbau von Preußisch Tropico. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.